Sie kamen von weit her, die Fans der Viktoria aus Aschaffenburg. Über 270 Kilometer nahmen sie in Kauf, um ihr Team in Rhein am Lech zu unterstützen. Und sie hatten nicht nur Trommeln und Fahnen, sondern auch eine Menge Selbstvertrauen im Gepäck. Wir sind zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir hier verlieren. Weil wir haben gegen die Bayern 2-2 gespielt, dann gewinnen wir hier gegen Rhein am Lech mindestens mit 3-0. Die Spieler scheinen die Ansage gehört zu haben. Nach 37 Minuten legt Florian Pieper auf Salvatore Bari ab, der tanzt Stefan Besel im Rainer Tor aus und sorgt für die Führung. Der Neuzugang aus der Hessenliga trifft im vierten Spiel in Folge. Und wer sich fragt, warum Rhein am Lech abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz liegt, muss sich nur diese Szene anschauen. Die Aschaffenburger Fans feiern noch, Rhein stößt nach dem Gegentreffer an und spielt lässig den Ball nach hinten. Bis zu diesem Fehlpass. Pieper lässt sich nicht zweimal bitten, 2-0 für die Gäste. Sein erstes Tor im Seniorenbereich wird von den Fans natürlich gefeiert. Doch in der zweiten Halbzeit lässt die Viktoria nach und Rhein kann wieder zeigen, warum sie so weit unten stehen. Sie spielen nicht nur katastrophale Fehlpässe in der Defensive, sie versieben auch beste Chancen in der Offensive. Friedel, Suschko, zweimal Lustig und Kinzel bringen den Ball nicht im Tor unter. Und so zeigt Bari der Heimelf kurz vor Schluss nochmal, wie es geht. Rhein hat aufgemacht, Aschaffenburg kontert und trifft. Siebtes Tor im vierten Spiel für Bari, die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt und der selbstbewusste Fan hat Recht behalten.